real shit. North Carolina to France, what it do? Event halt gesehen. Auf der Aufnahme gedrückt, ging ganz kurz die Zeit an. Bevor die 1 zu sehen war, also die 0001, war schon wieder aus, die Aufnahme. Merkwürdige GoPro. Wie auch immer. Wie gesagt, wir gehen heute in den Wald. Ich habe keine Lust auf den Strand. Prompt ging der Hund in den Wald mit mir. Sehr gut. Es ist heute nämlich so grau und nass kalt und ungemütlich. Willst du eigentlich auf der Couch rumlümmeln mit einer Decke am besten noch? Aber hilft dir nichts, wir müssen trotzdem raus. Jetzt erstmal den Berg hier hochkrebeln. Ein bisschen mit dem Hund spielen. Und wenn wir zurück sind, dann fahre ich nach Wolgast zum Zoll. Ich habe auch Bock drauf heute. Apropos Bock, ich hatte auch keinen Bock, die große Kamera mitzunehmen, weil das sah aus, wie es auch gleich wieder regnet. Vorhin hat es schon mal geregnet, kurz bevor ich los bin. Und ich habe keine Lust, die mitzuschleppen heute. Deswegen erstmal die GoPro. Nachher nehme ich aber die große Kamera mit wegen der Wolgast-Fahrer. Das nehme ich schon mehr auf, als ich eigentlich wollte. Eigentlich hatte ich noch gar keine Lust, was aufzunehmen. Aber ich dachte, ach, nimmst die große Kamera nicht mit, hast du eh keinen Bock aufzunehmen. Packst die GoPro ein, es reicht. Kannst dann ein bisschen was aufnehmen, dass zu sehen ist, dass er in den Wald geht. Und ansonsten lässt es heute. Aber schau an, wenn er erstmal dabei bist, dann läuft es. Ja, nee, wieder Wasser im Bad bestimmt, ne? Naja, egal. Mal was anderes. Hat mir eigentlich schon länger durch unter den Nägel brennt und dick, aber irgendwie nie so den richtigen, die richtige Möglichkeit gefunden habe, darüber zu sprechen oder zu erzählen oder wusste nicht so recht wie. Weiß ich jetzt immer noch nicht, aber ich mache das jetzt einfach, weil mir das unter den Nägeln brennt. Wann hat sich denn eigentlich die unmögliche Sitte entwickelt, dass keine Antwort ein Nein bedeutet? Also wenn ich eine Frage stelle oder irgendwas anderes, weiß ich nicht, jemanden einlade, keine Ahnung, wie auch immer, und dann keine Antwort bekomme, ist das kein Nein. Und das ist mir in letzter Zeit sehr häufig aufgefallen, bei mehreren Personen, dass es sich anscheinend eingebürgert hat, wenn man keine Antwort gibt, dass es dann automatisch ein Nein bedeutet. Das ist Bullshit. Keine Antwort bedeutet nur, dass irgendwo jemand rumsitzt und auf eine Antwort wartet und sich unsicher ist, was das jetzt bedeutet und sich Gedanken macht und... Ja, mein Gott, dann, wenn du nicht willst, wenn du keine Zeit hast, wenn, keine Ahnung, keinen Bock hast, zu was auch immer, dann sag verdammt nochmal Nein. Was ist denn darum so schwer? Mit einem Nein kann doch jeder umgehen, dafür sind wir alle alt genug. Aber keine Antwort zu geben, weil das angeblich ein Nein bedeutet, ist Bullshit. Das ist richtig Bullshit. Damit tut man anderen Leuten weh, wenn man keine Antwort gibt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber wenn ich keine Antwort bekomme, dann mache ich mir sofort Gedanken und denke, oh scheiße, was hast du jetzt wieder verbrochen? Mag er sie, es dich nicht? Hasst er sie, es dich? Ist doch zum Kotzen oder was? Dann sag doch verdammt nochmal nein. Oder sag, sorry, aber nein, ich habe keine Lust. Sorry, nein, darauf habe ich keine Lust. Sorry, nein, dafür habe ich keine Zeit. Sorry, nein, nicht mit dir. Meine Fresse, ist auch nicht so schwer. Aber man kann doch wohl mal sagen, nee, sorry, ist nicht. Anstatt irgendwie keine Antwort zu geben. Das ist echt eine unmögliche Unsitte. Sagt man nicht so? Keine Ahnung. Aber ich bekomme lieber Nein als keine Antwort. Keine Antwort zu geben ist einfach nur eine Flucht von demjenigen, der Nein sagen müsste. Weil er sie es nicht aus seiner Komfortzone raus will oder sich alle Optionen offen lassen möchte oder einfach den Arsch nicht dazu in der Hose hat, Nein zu sagen. Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Weiß nicht, wer von euch mich in WhatsApp hinzugefügt hat oder so. Könnt ihr ja ruhig machen. In der Beschreibung hier auf YouTube unter dem Video steht meine Telefonnummer. Auf meiner Website steht meine Telefonnummer, also macht ruhig. Da wechsle ich ja öfter meine Statusnachricht und momentan steht da als Status, hurt me with the truth, don't come for me with a lie oder so ähnlich, weil ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, das trifft es doch eigentlich schon, ne? Sag verdammt nochmal nein und dann ist gut. Das ist nicht so schön, aber dann weiß man wenigstens, woran man ist und echt eine unmögliche Art und Weise ist das geworden, finde ich, keine Antwort zu geben. Naja, ist sowieso so ein Thema, wo ich gerne drauf rumreite, ne? Also hier Feedback und Antworten und so. Aber das ist nun mal so. Also vertraut mal dem alten Mann da, der hat da Erfahrung. Also keine Antwort ist kein Nein. Bedeutet nur, dass du dir unsicher bist oder den Arsch nicht dazu in der Hose hast, jemand zu sagen, woran er ist oder woran er nicht ist. Und das ist egoistisch. Im schlimmsten Fall spielst du nämlich mit den Gefühlen von jemandem und tust demjenigen weh. Und das ist mehr, als wenn du einfach nur Nein sagen würdest. Komm hier. Immer die Momente, wo ich die Spaltachse nehmen möchte und die einmal schön in der Motorhaube versenken möchte. So, dann werde ich mich mal auf dem Weg nach Wolgast machen zum Zoll. Ich hab keinen Bock, ne? Überhaupt nicht. Oh, du fahren so lange, weil ich das Wetter so scheiße. Oh. So, die Hunde nehmen sollte. Oh,
my progression. Treat it like a blessing, reaching for a higher lesson. At an intersection, contemplating my direction. Three choices, two turns, a state of straight and narrow. I choose the ladder, cause the ladder got me like an arrow. I'm on target, sparking, I'm like a walking arrow. On the grind, that's a reference for my faith to every folks. I got no barriers for everyone. Okay. Jetzt erstmal zur Bank. Geld holen. Und dann das Zollamt suchen. Ich war schon zweimal da. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Naja, aber erstmal zur Bank. You put Charlie on a track, amazing. Shit, I had to say it. I'm the affidavit at a Raymond's. Cause I'm the truth, nigga. The proof picture, like aggravated assault. Now these haters is taking a loss when it's smarts. In classes I was faded, still your favorite. So, das war schon wieder zu Auto zurück und wieder nach Albeck. Ich erzähle und naja, aber die Damen waren nicht weg, toll. Das ist der Nachteil an Freisprecheinrichtungen mit dem Telefon. Die ganze Welt kann mithören, wenn du irgendwo stehst. Weil die so dämlich eingebaut sind, dass du beim Fahren natürlich einen guten Sound hast. Aber wenn du stehst, hören alle, was du telefonierst. Ja. Hat sich gelohnt, kein Parkschein zu holen. Kein Ticket. They know every single thing that he do, it be big daddy cool. These actors faking like they stunting. I say you airball, I go Nancy Reagan for nothing. Which means I dare y'all to muzzle what my tongue do. My crew is painting pictures till they love you. Take a trip through my freedom expression tunnel. One love. What mean the world to me is being free, being free, being free. Die Tante vom Zoller, die guckt, wo die T-Shirts hergestellt wurden, war dann sehr überrascht, dass sie wirklich in den USA hergestellt wurden und von da auch kamen. Haben sie nicht so oft, hat sie gesagt, glaube ich. Die meisten kommen wahrscheinlich aus China, Taiwan, Indien oder so. Als sie das letzte Mal was im Zoll abgeholt haben, waren das auch ein T-Shirt und ein Sweatshirt, so ein Hoodie. Und da, Entschuldigung, und da hat interessanterweise der Zollbeamte, da war ein Herr, nicht nachgeguckt, wo die hergestellt wurden, sondern hat nachgeguckt, was auf den T-Shirts und dem Hoodie da drauf war. Weil in letzter Zeit wohl öfter Sachen bestellt wurden, wo verbotene Symbole und so, also in Deutschland verbotene Symbole drauf waren. Hat die Zollbeamtin, die heute da war, überhaupt nicht interessiert bei mir. Wahrscheinlich, weil ich eine Mütze auf hatte und meine Glatze nicht zu sehen war. Nein, wer weiß. Jedes Mal, wie man so einen Scheiß da hinstellen kann, ehrlich. Nee, das ist übel, ganz übel, ganz, ganz übel. Viel zu hell, egal wie man da lang fährt. Lesen kann man sowieso nichts, weil da nur Schwachsinnsanzeigen drauf sind, die, weiß ich nicht, die schlecht umgesetzt sind, die ein ganz schlechtes Layout haben, jedenfalls das falsche Layout für so eine riesen Videoleinwand da. Und einfach, es ist einfach nur so hell. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Das bringt überhaupt nichts und kostet einen Haufen Geld, wenn du Werbung schalten willst, ne? Das ist übelst, was du da bezahlen sollst dafür. Aber hey, ist eine Videoleinwand, das finden sie ja alle ganz toll. Das ist so up to date. Ehrlich, den Kontrastumfang, den kriegt nicht mal das menschliche Auge hin. Und das ist besser als alle Kameras, die es gibt. Aber gut, was weiß ich schon. Ich bin nur der, der immer meckert. Okay, ich bin ja da. Ja, ja. Na, wenn der nicht mit dem ganzen köstlichen Tag gesagt, kommt im Wald ein bisschen was aufgenommen, ne? Naja, falls ich noch nicht Tag gesagt habe, Tag. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember 2015. Und Türchen 15 habe ich gerade aufgemacht. Und der sieht ganz köstlich aus. Ich glaube, da war noch ein Tröpfchen. Kamera läuft, Ton läuft, Fokus sitzt, Action. Ob das die Heizungsluft ist oder so, ich weiß nicht. Ich habe euch ja erzählt, hier so Husten und so komische
Ja, so merkwürdig. Und ein bisschen zu ist die Nase hoch, aber ich fühle mich nicht krank oder so. Ich glaube, das ist die Heizungsluft. Mein Auto kränkelt auch. Bin an der Wolgast gefahren vorhin. Und wenn ich stärker abbremsen müsste, weil Idioten auf der Straße halt, dann hat es danach komisch gerochen. Und auf der Rücktour fing es an zu quietschen beim Bremsen. Ich glaube, da bremst Metall auf Metall. Obwohl, so lange ist es noch gar nicht her, dass ich die Bremsen habe machen lassen. Aber ist auch egal, mache ich mehr. Weil der hat noch TÜV bis Mai. Ich glaube Mai 2016. Und danach er kommt eh in der Presse. Und ich will die noch nicht mehr. Ich brauche kein Auto eigentlich. Die paar Male, wo ich ein Auto brauche, kann ich nur einen Mietwagen nehmen. Wenn ich mal in den Uckermarkt fahre oder lass mich abholen. Und dann ist er halt weg. Also ich hänge da nicht dran, mir ist das egal. Der hat mir gute Dienste geleistet. Ich habe ihn für umsonst bekommen und kann gerne mal drüber erzählen. Muss jetzt nicht heute sein. Aber ja, ich brauche nicht mehr, er steht hier eh nur rum. Er steht sich mehr kaputt, als ich ihn kaputt fahre. Naja, wie auch immer. Der Hund geht mir von der Seite, der hat wieder Hunger. Er ist auch bald Fressenzeit. Am Moment muss nur warten. Naja, also gebe ich den Hund jetzt dazu fressen und dann wird heute eh nichts mehr passieren. Bleibt mir nur zu sagen. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis morgen. Tschüss. Eigentlich wollen wir noch Zander haben, aber Zander ist kein Fußball. Ja. Die im Außenstrand, die muss nicht. Wann ist so die beste Zeit zum Fischen? Also wann macht es am meisten Spaß? Doch.